Thema Flächeninteralsberechnung zwischen zwei Schaubilder. Zunächst eine Einzelfläche. Wir haben zwei Funktionen unterwegs. Minus x² plus 1, also eine Parabel. Die Gerade g von x gleich x minus 1 hier und die schließende Fläche ein und deren Inhalt soll berechnet werden. Vorgehen, ich erkläre es am Beispiel, ich denke, das ist am einfachsten. Okay, also Ansatz, auch wieder mit Integral von a bis b, f von x minus g von x. Wichtig ist hier immer die obere Funktion oder das, die Funktion, die zum oberen Schaubild gehört, minus unteres. Hier ist ja wohl die, die f oben, ne, also hat die höhere y-Werte in dem Bereich, die g ist unten, deswegen rechne ich f von x minus g von x. Also hier ist die Gleichung von der f minus Gleichung von der g. Die Grenzen, eigentlich so wie im Vorthema, die linke Grenze nach unten, die rechte Grenze nach oben. Die Grenzen sind genau da, wo die Schaubilder sich schneiden, also die Schnittstellen. Dann bin ich hier. Als nächstes wird dann natürlich aufgeleitet. Schön ist, wenn ich vorher Teile verrechnen kann. Ne? Also ich kann hier etwas verrechnen, diese beiden Funktionsterme, diese plus 1 hier und minus 1 wird dann zu plus 2, Vorzeichen technisch. Dann bin ich hier, leite auf und dann ab hier ist eigentlich wie, wie auf der Vorseite, wo ich nur eine Kurve habe. Ich leite eben auf, bin hier, rechte Grenze, linke Grenze. Setzt dann die obere Grenze, die rechte, ein. Also minus 1 Drittel mal 1 hoch 3, minus 1 halb mal 1 Quadrat plus 2 mal 1. Minus linke Grenze einsetzen. Wichtig, dass man da eine Klammer ummacht, dass sich auch alle Vorzeichen entsprechend dann umdrehen, wenn nötig. Also hier wird die untere Grenze, die linke Grenze eingesetzt. Alles in Taschenrechner sozusagen und dann bin ich bei 4,5 Flächeeinheit. Also hier nochmal Kurzvariante, einfach oberer Funktionsterm minus unterer Funktionsterm, Grenze unten links, oben rechts. Beim letzten Thema war ja die Lage zur x-Achse so entscheidend. Das ist hier total unerheblich entscheidend. Ja, also diese Fläche, die ist ja teilweise oberhalb der x-Achse, dieses Stück teilweise unterhalb. Aber ich muss mich eigentlich nur an diese Regel halten, oberer minus unterer Funktionsterm. Die x-Achse kann im Prinzip ausgeblendet werde, hat keine Wirkung. Okay, zusammengesetzte Fläche, also eine Fläche, die teilweise sich oberhalb der x-Achse befindet und teilweise unterhalb, muss ich auch wieder eben Schritt für Schritt berechnen. Zunächst mal brauche ich die Schnittstelle von den beiden Graphen. Hier ist eine Schnittstelle, minus 1,64, hier bei 0 und hier bei 2,14, weil das ja eben gerade diese Grenzen sind. Und dann muss ich Teilfläche für Teilfläche berechnen. Hier ist die Kf oben, die g unten, deswegen f minus g von minus 1,64 bis 0 ergibt, berechnet das hier. Dann hier ist die g oben, die f unten, also g minus f von 0 bis 2,14 ergibt 1,47. Und die letzte, die f ist oben, die g ist unten, 2,14 bis 3, f minus g ergibt 1,47. Und dann werden eben die Inhalte addiert. Wenn ich wieder so vorgehe, dass ich einfach durchintegriere von minus 1,64 bis 3, dann wird wieder so eine Flächebilanz berechnet, also wie beim Thema Fläche, Kurve, x-Achse. Dann werden die beide Flächeinhalte positiv berechnet, der negativ, wenn ich f minus g rechne und dann gibt es halt so eine Differenz.